Liebe BVB-Fans, ich bin wirklich froh, wieder Teil der BVB-Familie zu sein und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Nobby und dem Feiertagsmagazin. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt will Schwarz-Gelb gegen Hannover nachlegen. Ungewöhnliche Anstoßzeit. BVB muss erstmals am Sonntagmittag ran. Zurück auf dem Rasen und im Feiertagsmagazin. Maximilian Philipp ist wieder mittendrin. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Ja, es ist das letzte vor der Länderspielpause und der Gegner heißt Hannover 96. Und unser heutiger Gast, der möchte natürlich dafür sorgen, dass die gegnerische Abwehr mächtig ins Schwitzen kommt. Denn er ist heiß auf seinen ersten Treffer nach seinem Comeback. Die Leidenszeit hat ein Ende. Maximilian Philipp ist zurück. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Frankfurt in der Startelf. Wir erinnern uns, Horrorverletzung in Leverkusen. 3 Monate Zwangspause, endlich vorbei. Für Mili heißt es jetzt, da weitermachen, wo er aufgehört hat. Denn sein Start in Schwarz-Gelb war furios. Doppelpack gegen Köln, Doppelpack gegen Gladbach. Den überlässt er gegen Frankfurt noch einem Teamkollegen. Bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis er das wieder selbst in die Hand nimmt. Ja, ich denke auch, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Milli wieder trifft. Jetzt freue ich mich allerdings erst einmal, dass er bei mir ist. Milli, herzlich willkommen bei mir hier beim Feiertagsmagazin zum Spiel gegen Hannover. Jetzt bist du wieder mittendrin. Bisher zufrieden mit deinen Auftritten nach deinem Comeback? Ja, zufrieden bin ich eigentlich selten. Ne? Ich habe einen relativ hohen Anspruch. Es war ordentlich, muss ich sagen. Natürlich fehlt noch die letzte Spritzigkeit. Natürlich das Erfolgserlebnis. Aber das braucht halt. Wie lange warst du jetzt weg? 3 Monate. Ja, das ist halt auch eine lange Zeit, ne? Ja, wenn man auch bedenkt, was ich für eine schwere Verletzung hatte und wie früh ich eigentlich wieder da bin. Das stimmt. Bin ich umso dankbarer, dass ich jetzt schon wieder mit eingreifen kann. Aber klar, mit der Zeit werde ich mich auch wieder selber belohnen können. Aber im Vordergrund steht eh der Teamerfolg, deswegen muss ich keine Tore schießen. Aber wäre natürlich glücklich, wenn ich eins machen würde. Das war auch die erste schwerere Verletzung in deiner Profikarriere. Wie ging es dir so während dieser langen, langen Leidenszeit? Ja, es geht eigentlich. Ich bin eigentlich immer optimistisch gewesen, weil es gibt natürlich noch schlimmere Verletzungen und ich war eigentlich relativ viel schlimmer. Ja, aber ich war glücklich eigentlich in dem Fall, als ich die Diagnose bekommen hatte, weil ich mich mit der Verletzung schon auskenne. Hatte die als 16-Jähriger, bin damals auch sehr schnell wieder da gewesen. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Aber trotzdem, ich war eigentlich immer optimistisch. Meine Familie, meine Freunde haben mich unterstützt. Meine Mannschaftskameraden, alle waren für mich da. Deswegen wurde mir die Zeit relativ einfach gemacht. Klar, als Fußballer wird man sofort wieder auf dem Platz. Ja klar, aber da muss man auch ein bisschen geduldig. Eben, die Geduld hatte ich zum Glück. Klar, wollte ich manchmal am liebsten mit aufs Spielfeld springen, aber es war nicht möglich. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder eingreifen kann. Wie ihr seht, ist Millet natürlich immer top gestylt. Er hat immer die Hose. Also ich habe gerade schon gesagt, das ist ein Loch in der Hose. Aber das ist nun mal heute so. Und damit beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen im Fragenkonter. 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten. Wer hat die coolste Frisur in der Mannschaft? Also. Warum lachst du? Das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn ein bisschen Seitenwind da gewesen wäre. Ja, war ja auch. Dann braucht man das immer winden. Bevor ich an Trainingsgelände. Ich würde sagen, Michi. Ja, das ist so. Wer braucht am längsten in der Umkleide? Da steht Mario. Ja? Ich glaube schon Mario. Wo holst du dir Anregungen für deine Styles? Also Feiertagsmagazin, klar, und sonst? Von dir natürlich. Ansonsten, ja, wir haben schon ein paar Trendsetter in der Mannschaft, so Jule oder Roman. Ja. Wir haben schon einen guten Style. Ömer immer sehr fein.
Ja? Gefällt mir auch ganz gut, aber passt, glaube ich, nicht zu mir. Ist ganz anders, ne? Ja, ist halt schon ein richtiger Mann, schon ein Ticken älter. Der weiß schon, was man tragen kann. Hm. Kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Nein, wie lange dauert bei dir so eine Shopping-Tour? Geht ganz schnell bei mir. Also ich gehe in den Laden rein, wenn mir was gefällt, nehme ich es. Ich probiere es auch meistens gar nicht an, weil ich dafür zu faul bin. Und wenn's mir nicht gefällt, aber die Größen passen immer? Ja, meistens. Gibt es eine Stadt, wo du besonders gerne mal shoppen würdest? Abgesehen von Berlin, kenne ich mich ja schon gut aus, würde ich gerne... Gute Frage eigentlich. Hast du noch gar keine Gedanken drüber gemacht? Nee, New York war ich auch schon. Ja. Fand ich auch ganz cool. Kann ich nicht sagen. Noch schöner als shoppen ist natürlich ein Besuch bei uns im schönsten Stadion der Welt. Und wie das bei uns an einem Spieltag hinter den Kulissen ausschaut, davon bekommt ihr jetzt mal einen kleinen Eindruck. Wir haben mal alle Protagonisten einen Tag mit der Kamera begleitet und unser heutiger Gast, der ist auch mit dabei. Das ist auch Fußball. Richtig stabil sein, ne? Also der Mannschaft wird die Champions League so gewonnen. Okay, Männer, alle da. Also komm. AIDA ab, AIDA ab. Wow, irgendwie macht das Lust auf mehr, ne? Wir haben beide ganz interessiert hingeschaut. Den gesamten Beitrag gibt es übrigens in der Länderspielpause. Den müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wie war das für dich, so einen Spieltag mal komplett, also wenn man nicht mitspielt, mit einer Kamera begleitet zu werden? Ja, es ist ein komisches Gefühl, ne? Wenn du rund um die Uhr beobachtet wirst. Es ist spannend mal zu sehen, was dabei so rausgekommen ist, ne? Wie man sich so verhält. Das war wirklich das. Ich fand es jetzt schon mal. Ja, es sah schon gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Weil ich das meiste schon. Da kommen ja doch mehrere Bilder von dir, nehme ich an, ne? Leider ja. Ja, in der Reportage wurden auch die Abläufe vor einem Spiel gezeigt. Und morgen spielen wir ja zum ersten Mal um 13.30 Uhr. Für mich ist das irgendwie so früher wie A-Jugend. Weißt du? Du hast ja auch schon mal so um die Uhrzeit gespielt. Jetzt ist es Bundesliga. Wie sehr unterscheiden sich denn dann die Abläufe gegenüber einem normalen Spieltag? Meinst du? Ja, ich kenne das ja schon, als ich mit Freiburg in der zweiten Liga war. Da haben wir auch oft um 13 Uhr gespielt. Da gibt es dann halt zum Frühstück halt schon die Nudeln. ist halt ein bisschen ungewohnt, aber wir brauchen halt die Kraft. Ne? Ja, viel Zeit bleibt ja nicht. Wie der Ablauf ist, kriegen wir auch noch mitgeteilt. Ich gehe mal von aus, wir frühstücken was zusammen halt. Ob Nudeln oder jemand nur Brötchen will, kann ja jeder selber entscheiden. Machen wir bestimmt noch Spaziergang. Zum Beispiel, würde ich sagen. Und dann geht es ja schon ab ins Stadion. Ja, ja, sicher. Gibt es so eine Anschlusszeit, wo du sagst, ja, das ist meine, da bin ich so, da fühle ich mich am besten? Also eigentlich ist so der Klassiker Samstag 15:30 Ja. Oder halt das Abendspiel Samstag. Ich finde Abendspiele ja immer geil. Die sind schon geil. Also gut, ich muss ja jetzt nicht da rumlaufen. Also am liebsten ist mir ein Samstag oder Freitagabend. Freitagabend, ne? Freitagabend. Flutlicht, volle Hütte, finde ich auch gut. Kommen wir zu unserem Gegner, Hannover 96. Im Hinspiel haben sie uns ja ziemlich geärgert. Wie schätzt du sie im Moment so ein?
Ja, Hannover hat eine gute Mannschaft. Das haben sie vor allem in der Vorrunde gezeigt. Sie stehen nicht umsonst da, wo sie sind. Jetzt schwächen sie zurzeit etwas. Trotzdem sollen wir sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie haben gute Spieler in ihren Reihen. Trotzdem müssen wir auch alles abrufen. Und ich bin optimistisch, wenn wir alles abrufen, dass wir auch gegen Hannover 3 Punkte holen werden. Wie sehr steckt noch die Enttäuschung von Salzburg in den Köpfen? Ja, natürlich. Das ist jetzt vor kurzem erst gewesen. Klar ist die Enttäuschung groß. Wir haben uns viel vorgenommen. Aber mit der Leistung, muss man halt auch sagen, kommst du halt keine Runde weiter. Ja, das ist leider so, ja. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Sag doch mal. Und da ist uns etwas aufgefallen, was mit deinen Toren zu tun hat. Maximilian Philipp mit 6 Toren, Dortmunds treffsicherster Offensivakteur in der Bundesliga. Auffällig dabei, unser Stürmer hat 5 davon per Direktabnahme erzielt. Sag doch mal, Milli, Zufall oder bewusste Entscheidung? Ja, die Frage gebe ich natürlich direkt weiter. Ja, natürlich bewusste Entscheidung. Wenn du vorm Tor bist, hast du nicht so viel Zeit. Ich versuche den Ball halt meistens direkt zu nehmen. Egal wie schwierig er ist, klar gibt es auch mal verunglückte Abschlüsse, aber das Risiko musst du eingehen. Ich hatte jetzt oftmals das Glück, gepaart mit ein bisschen Können. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt nicht nur Glück, das sieht aber ja, schon nach Können aus. Das ist halt auch geübt. Ich meine, ich mache das über Jahre hinweg. Ich habe jetzt nicht die meisten Ballaktionen im Spiel und ich suche halt schnell den Abschluss. Das ist ja meine Spielweise, dass ich nicht da noch viele Haken mache oder mir zu viel Zeit lasse. Deswegen ja, bin froh, dass sie so oft reingegangen sind. Hätten zwar noch mehr sein können, beziehungsweise müssen, aber... Ein paar Spiele haben wir noch. Kann ich nachholen. Dein Schuss ist nahezu perfekt, das muss ich wirklich... Das haben wir ja auch gerade gesehen. Und wo möchtest du dich noch verbessern? Wo siehst du Defizite bei dir? Ja, natürlich gibt es da einige. Ich bin ja auch noch relativ jung. Deswegen an der Präzision im Abschluss muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Teilweise bin ich noch zu unruhig, zu hektisch. Das muss ich noch verbessern. Das kommt, denke ich, auch mit der Erfahrung. Teilweise tauche ich zu oft ab in Spielen, was mir schon länger aufgefallen ist, schon in der Jugend. Klar kann ich nicht rund um die Uhr präsent sein, aber trotzdem sollte es mein Anspruch sein, häufiger in Aktion zu treten. Verbesserungspotenzial hast du auf jeden Fall beim Thema Zweikampf, also Zweikampf gegen mich. In der Hinrunde hast du eine bittere Niederlage einstecken müssen. Und jetzt hast du die Gelegenheit zur Revanche. Bei Schwarz oder Gelb? Ja, super. Das war ja mit 0,4 Sekunden. Also auf jeden Fall Pfosten-Kopfball-Tor. Ist das in Karlsruhe? Nein, das ist in Bielefeld. In Bielefeld? Mhm. Oh ja, Stadtwerke Bielefeld, da hinten steht es ja. Schüko. Stimmt. Latte, Abstaubertor. Warte. Pfosten, Kopfballtor. Latte, Abstaubertor. 3, 2, 1. Zack! Was ist denn das gewesen? Zack! Okay, das ist mies. Oh. Was? 3, 2, 1. Ich weiß noch gar nicht, was da passieren soll. Ich auch nicht. Ist ein Torwart vielleicht? Ach da. Dann haben wir beide recht. Ja. Tinga. Dede. Schuh verloren, Kapitänsbinde verloren. Drei, zwei, eins. Oh. Leute. Ha, Milli, du bist ein super sympathischer Mensch. Abgesehen von dem Spiel, aber auch. Das ist nicht meins. Das ist nicht mein Spiel. Das ist
nicht mein Spiel. Ja, wir schauen natürlich vergnügt, also ich schaue vergnügt auf die Tafel. 46 zu 37. Wie in der Hinrunde, 3 zu 1. Wie tief ist die Enttäuschung? Ach, gar nicht. Du weißt ja, dass ich dir den Sieg geschenkt habe. Letzte Woche hatte ich im Stadion ganz besonderen Besuch, muss ich wirklich sagen. Christian Ehrhoff war da, Eishockey-Nationalspieler. Er hat es bis ins Finale bei Olympia geschafft, die Silbermedaille geholt. Wirklich ein unfassbarer Erfolg und eine unglaubliche Leistung. Eine olympische Medaille zum Anfassen. Das gibt es auch für Nobby nicht alle Tage. Mitgebracht hat sie Eishockey-Crack Christian Ehrhoff. Ein Besuch im Signal Iduna Park, das war wiederum für den langjährigen BVB-Fan eine besondere Ehre. Ja, das ist schon ein Gänsehautgefühl und auf jeden Fall auch ein absolutes Highlight für mich und eine Riesenehre, dass ich das hier am heiligen Rasen stehen darf. Und Glück gebracht hat es auch. Auf der Tribüne konnte Ehrhoff das turbulente 3:2 seines BVB bejubeln. Hast du Eishockey verfolgt bei Olympia? Ich habe es im Ticker ein bisschen gelesen und auch die Jungs in der Kabine haben sich das angeguckt und haben mitgefiebert. Klar ist man natürlich immer für Deutschland, aber angeguckt habe ich es mir persönlich nicht. Das ist jetzt nicht so meine Sportart. Es war schon, irgendwie wurden wir dann wieder alle vom Fieber erfasst. Es wurde auch sehr viel berichtet, ne? Ja, na klar. Also es ist ja auch eine Riesenüberraschung gewesen und eine Sensation. Und also es ist eine Riesenleistung von den Jungs gewesen. Was machst du auf dem Eis für eine Figur? Ganz schlechte. Ganz? Ganz, ganz schlechte. Kein guter Schlittschuhläufer? Nee, leider nicht. Bremsen ist nicht so meins. Da, immer nach vorne durch. Ja, genau. Immer gegen so die Bande rasen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für das Spiel morgen gegen Hannover. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du ein Tor schießen würdest. Hast du dir sicherlich als Ziel gesetzt. Ihr zu Hause drückt unseren Jungs natürlich auch die Daumen, dass der Dreier hier in Dortmund bleibt. Wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, Milli. Danke, Nobby. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.